Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Ja, wie man sehen kann, ich habe den Kollegen hier auf der linken Seite um ein Setup hier geschlagen. Ich habe es offscreen geschafft, gerade vor ein paar Minuten, und meine Güte, ich finde das immer noch voll dämlich. Ich weiß immer noch nicht, wie das mit dem grünen Ding funktioniert. Also ich weiß, wie es funktioniert, aber es funktioniert einfach nur die Hälfte der Zeit. Man soll den Knopf irgendwie halb reindrücken und dann, wenn der Balken gefüllt ist, soll man ganz reindrücken, aber es tut wortwörtlich nur die Hälfte der Zeit funktionieren. Ich habe gerade bei dem in der Session kommen irgendwie zweimal von diesen grünen Dingern vor und ich habe einen geschafft und einen habe ich vermasselt und ich habe noch gerade einen mehr bekommen als der Kollege und habe dadurch gewonnen, ne? Aber das ist, für mich ist dann immer noch voll Glückssache. Also ich weiß, das ist doof. Das ist doof gemacht. Kacke, das Spiel. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, das war nur Anfänger. Das Problem ist, da wir wahrscheinlich jetzt jeder anderen Level, die jetzt danach noch kommen, die werden wahrscheinlich auch wieder diese Dinger beinhalten, diese grünen Dinger. Und ja, das heißt, ich werde das schon gar nicht mehr schaffen. Ne? Soll ich auch einen Kraft der Macht oder irgendwie so ähnliches bekommen, ne? Wo ist es? Schutzstiefel. Huh? Wo ist es? Reif der Macht ist das hier. Reif der Zauberkunst. Wie heißt das Ding, was ich bekommen habe? Muss hier sein, ne? Oder hatte ich das schon mal? Reif der vollen Kraft hier. Stärke um 10. Na, weiß nicht. Na gut, keine Ahnung. So. In der letzten Folge haben wir Coral erreicht. Wir haben das Coral-Gebirge erklimmt und haben das Dorf, die Siedlung, die Stadt, den Ort Coral erreicht, ne? Die Heimat von Barrett, welcher hier, ja, weiß nicht. Die Leute sind irgendwie nicht so gut zu sprechen. Weißt du was? Lassen wir erstmal hier weiter, bevor wir. Machen wir erstmal hier. Ich bin jetzt hier in dem Mindset. Ich werde da wahrscheinlich nicht schaffen, aber gucken wir mal, ne? Dann reden wir über Coral gleich, wenn wir da sind, ne? So. Wenn jetzt wieder so ein grünes Ding kommt, dann werde ich das nicht schaffen. Sag ich schon mal. So, ich werde das ganz sicher nicht schaffen. Oh Gott, was ist das denn? Das kann ich. Okay, wenn die Gelben kommen, kein Problem. Ja, mehr von dem bitte. Muss ich eigentlich auch diese Dinger machen? Irgendwie nicht, ne? Oh, das ist unfair. Komm, boah. Ich habe die ganze Zeit keinen Fehler gemacht. Ich habe doch die ganze Zeit keinen einzigen Fehler gemacht, ey. Wir hätten ja trotzdem noch gewonnen. Das ist doch voll unfair. Oh, leck mich, ey. Das Spiel ist kacke. War schon im ersten Teil kacke. Ja, geh weg, ey. Boah, von allen Sachen mussten sie natürlich wieder dieses Spiel reinbringen. Das gibt's nicht. Das Spiel ist kacke. So, gehen wir nach Call. So. So, in der letzten Folge haben wir es durch das Gebirge von Coral geschafft. Das hier sieht neu aus. Wir sind, ich nehme an, gerade vom Eingang von Coral. Genau, wir müssen ja hier wieder ja durch die Gegend rennen, ne? Und ja, ja, wir sind ja angekommen. Barrett hat sich nicht so gefreut, hier hinzukommen, und die Leute scheinen irgendwie nicht so gut auf ihn zu sprechen sein, warum auch immer, ne? Ja, schon wieder ein Klavier. Und ja, wir werden
meine, wir werden herausfinden, warum das der Fall ist, aber ich weiß es ja auch schon, aber ja, ich lasse euch noch ein bisschen im Dunkeln, ne? Werden wir ja schon bald erfahren. Patient entführt. Eine Person in schwarzer Robe, die mir in Behandlung ist, wurde entführt. Die bei mir in Behandlung ist, ja. Alles für die Kunden. Alles für die Schwarzkunden. Unser Leben für die Schwarzkunden. Warum kann ich da nicht hin? Hey, bist du nicht hier der von Beck? Na, ist das eine Notenrolle? Nee. Was ist denn hier los? Pause mal. Gar nicht zugeschlagen, der Kollege. Na, die Leute sind ja ein bisschen, weiß nicht, komisch drauf, ne? So, ich habe gesehen, die sind irgendwie Kartenspieler. Ja. Biger, der Brecher. So, wie wär's, wenn ich dich breche? Mein Ton ein bisschen höher machen. Wenn ich den Ton ja höher oder leiser machen, dann merkt man nichts in der Aufnahme, ne? Bei Niederlage 7 will kein Ding. Ja, schon lange her, ne? Ich glaube, unsere Karten sind noch aktuell, oder? Ich habe den Mori ja reingepackt, genau. Oh, Bamba. Wenn diese Karte zerstört wird, reduziert sich die Stärke von Verbündeten und gegnerischen Karten. Also alle Karten gehen mehr oder weniger kaputt. Ich glaube, ich habe eigentlich meine Karten schon umgeändert, ne? So. Oh, was geht's? Ich nehme Ifrit und Shiva. Ich brauche eigentlich den Kaktor am Anfang, ne? Das ist ja meine Strategie. Wenn ich hier schon gewinnen kann. Na, verdammt. So, wir wissen ja mittlerweile, wir müssen so anfangen, ne? Oben links ist immer gut, ne? So. Dann machen wir mal so, ne? Aber warte mal, du. Geht auch, ne? Ja, machen wir so. Ich weiß nicht, ob das gut ist, was ich hier gerade mache. Ja, geht schon wieder in die Mitte hier durch, ist klar. So, jetzt muss ich das Ding irgendwie aus dem Weg räumen, ja. Perfekt. Ach. Ich mach den ja. Ja, hätte ich mir gedacht, dass du in die Mitte hier durchkommst, ne? Aber das ist ein Tombell-König. Sehe ich gerade. So, kann ich dich jetzt hier schon voll ab blocken? Ich kann ihn da oben abblocken. Ich soll wahrscheinlich erstmal warten, ne? Und ich könnte den ja machen. Man kann ja an einer Seite noch irgendwo hingehen, aber an der anderen habe ich schon wieder abgeblockt. Ja, machen wir halt so. Ja, muss ja eine aussuchen. Eine Seite, Kollege. So. Oh ne, ich sehe gerade. Ja, was mache ich hier? Obwohl. Ich könnte das hier abblocken, dann kommt der nicht dahin. Ich könnte den ja machen. Bringt mir das warten irgendwie nicht, ne? Warte mal. Ich kann dich so kaputt machen, wenn ich will, ne? Ja, machen wir den ja. So, jetzt kommst du unten nicht mehr hin, jetzt kommst du nur nach oben hin. Habe ich genug Punkte? Ich weiß es nicht. So. Was macht der da? ja, danke. Jetzt kann ich hier auch noch einen platzieren. Und die weil ein Punkt Bonus von 3. Okay, jetzt kann er gar nichts mehr platzieren. Du Idiot.
Ja, langsam sind die Karten, die ich habe, richtig gut. Boah, 12. Boah. Ausgezeichnet. Ah, ich dachte, ich könnte ihn hier noch. Minus 1. Soll ich den auch noch wegnehmen? Aber dann kann er ja da einen platzieren, ne? Lass mal. Aber so, boom. Zack, gewonnen. Mein Gott. Ja, wenn man so richtig gute Dinger hat, dann wird das, ne? 24. 3, 31. Meine Güte. So, hab ich dich verbogen, Kollege. Blut der Königin. Erzähl mir mehr, Bruder. Ich wollte als Kartenspieler eigentlich einen kompletten Neuanfang machen. Aber ich habe noch nicht eine einzige Partie gewonnen. Wieso bist du an Level 5? Trick bei der Sache. Komm schon, mir kannst du es doch sagen. Sag jetzt bloß, nein. Du holst deine Tipps nur gegen Bezahlung aus. Wie kann man nur so ein geldgieriger Knauser sein? Dann halt nicht. Du willst ja sehen, was du davon hast. Nächstes Mal knöpfe ich dir dafür die 7 Geld doppelt und dreifach ab. Ah, wir werden aber nicht mehr gegeneinander spielen. Was sind das denn für Zeichen auf der Karte? Das ist ein Piano, ne? Klavier. Dorian. Dorian. So. Was ist denn hier eigentlich noch alles zu erledigen? Wir haben den Auftrag ja angenommen, ne? Den Auftrag von Yuffie können wir nicht machen. Das hier müssen wir machen, ne? Priorisieren bitte. So, wo ist der andere? Wo ist denn dieser? Wir haben uns noch gar nicht hier so in Cold, glaube ich, umgeschaut, ne? Lass mir hier so rumlaufen. Ist da? Was ist los? Wieso bellst du so herum? Hast du etwa die Witterung eines Kartenspielers aufgenommen? Hier ist da noch ein Hund, den ich auch noch abspielen muss. Keine Sorge, Rolf beißt nicht. Der will nur spielen. Sag mal, ja, sagen sie beide ohne, bis sie beißen. Wenn er einen starken Kartenspieler wittert, ist Rolf immer ganz voller Rolle. Red, schnapp ihn dir. Darf ich vorstellen? Rolf, der einzige kartenspielende Hund, den die Welt je gesehen hat. Red fühlt sich beleidigt. Rolf wettet um einen Knochen, dass er dich besiegt. Na, Lust bekommen? Ist da ein Ungeheuerknochen oder so? Okay. Ich dachte, ich muss jetzt einen Ungeheuerknochen oder so setzen. So. Haben wir den Hund auffällig, alles klar. So, ich habe meinen Kaktor, perfekt. Und ja, so, müssen wir ja wie es hier startet, ne? So. Ziemlich einfach. Das ist ja schon wieder so platzieren, ne? Ah, dann muss ich. Damit du mir das hier nicht abnimmst. Ich nehme mal hier, ne? Muss ich in der Mitte aber auch gewinnen, ne? Wegen den 3 Punkten. Ah, nein. Kannst du mal ganz schnell vergessen, Kollege. Kannst mal ganz schnell vergessen. 4 Punkte, was zum? Kann ich den nicht einfach wegmachen? Auf dem WWW erhöht sich die Stärke von Müde, kann auf dem von richtig entfernen. Wenn ich dich hier platziere, nee, ich muss dich da platzieren. So, jetzt gehen wir noch mal sicher, dass hier niemand durchkommt. 5 Punkte hat er da oben, verdammt. Komme ich gar nicht hier zu gewinnen. Aber so, die Mitte ist immer nur sicher. Ja, bitte da einen platzieren. Ja, wow, was zum? Ihr seid so predictable. Hab das Spiel raus und ihr habt keine Chance mehr. So,
Wenn ich das mache, kommt der Gleichstand. Kann ich machen, ne? Ja, mach mal das. So, jetzt kannst du eigentlich nur dahin platzieren oder auch nicht. Nö, kann einfach gar nicht mehr. So, ich muss dich hier platzieren. Ich muss dich hier platzieren, ja. Okay. Ach, jetzt kannst du jemanden platzieren? Warte, geht nicht. Das ist unfair. Da waren wir das denn? Einfach aussetzen, obwohl ihr nichts aus, obwohl die was ausspielen können. Das kann ich da geht. Ja, aber ich bin trotzdem. Ne? Ja. Boom, gewonnen. Ja, langsam werden die Kartenspiele einfacher. Diesen Deck, die ich habe. Prost. Besser nur ein Hund. Was kriege ich? Cockatrice. Diese Karte ausgespielt wird, zerstört die Verbündeten und gegnerischen Karten auf diesen Effekt betroffenen Feldern. Okay. Ist auch nicht schlecht. Tja. Nein. Übrigens auch bald im Fernsehen sein, bei einer Show, wo kartenspielende Tiere gegeneinander antreten. Wenn wir Red macht da alle fertig. Sind, dann heißt es für dieses Kauf hier Ciao mit Wow. Wir packen das, nicht wahr, Rolf? Dann wird er schon tot sein. So. Ich bin noch beeindruckt. Ich habe einen Hund, der auf zwei Beinen laufen kann und Karten spielen kann und reden kann und kämpfen kann. So. Damals zur Reaktoreinweihung ist doch auch dieses Galadins durchgekommen. Ich gehe doch nicht in die Wüste für einen Schatz. Keine Ahnung, wenn wir nur die eine. Ey, pass auf, Kollege. Also, wenn wir ja nur diese eine Quest haben, ne, dann sind wir ja eigentlich schon heute fertig mit Call. Ne? Aber ja, in Call ist halt auch nicht viel passiert im Original. Ne? Man ist einfach wirklich durchgegangen. Und dann ist man direkt zur Seilbahn gegangen. Zur Gold Saucer. Ne? Also. Ist auch eine Siedlung, in die man einfach hier nur so vorbeigegangen ist im Original. Man konnte auf die Weltkarte zurück, so wie man das hier kann, ne? Also das ist gleich geblieben, ne? Da müssen wir hin, also gehen wir da nicht hin. Und ja, man ist eigentlich nur zur Seilbahn direkt gegangen, ne? Man hat hier auch so eine Cutscene, wo Bert irgendwie so herzlich begrüßt worden ist, ne? Und wo es irgendwie deutlich gemacht wurde, dass die Leute Barrett irgendwie nicht mögen aus irgendeinem Grund, ne? Aber boah, Leute. Aber das war es dann eigentlich auch schon in Call, ne? Da musste man zur Seilbahn, ist zur Gold Source gegangen. Man hätte noch zur Weltkarte gehen können, aber das hätte eigentlich nichts gebracht. Da gibt es kein anderes Gebiet, was man noch so erreichen kann. Ich nehme an, das dient eigentlich nur so dazu, um, keine Ahnung, falls man irgendwie grinden möchte oder so, ne, kann man dann noch mal kurz rausgehen und so, ne. Aber eigentlich gab es gar keinen Grund mehr, irgendwie auf die Weltkarte zu gehen, und weil es da gar kein anderes Gebiet noch gab, was man irgendwie erkunden konnte. Gab keine Höhle, gab kein anderes Dörfchen oder so. Man konnte sich die Goldsauser anschauen von außen, aber man kam da nicht hin, weil da eine Wüste drum war. Welche ich mal annehme, wir gleich auch irgendwie sehen werden, ne? Aber ja, ein Call ist auch so ein Gebiet, das eigentlich voll überflogen wurde im Original. Deswegen bin ich überrascht. Ich meine, ich habe schon gewusst, dass jetzt irgendwie auch wieder was passiert, so Cutscene-mäßig oder Story-mäßig. Nebenquest-mäßig, mein Gott. John und Giovanna. Okay. So, ich suche den letzten Kartenspieler. Den habt ihr schon gesehen letztens in der letzten Folge. Wo ist denn der? Warte mal, zwei Karten.
Weil wahrscheinlich da sind jetzt zwei Kartenspiele nur noch angezeigt, weit. Ich habe so einen meditierenden Super Jesus Typen da gesehen. Ne, kann ich nicht gegen den spielen? Ja, gehen wir jetzt mal hier rein. Ne, machen die Quest. Ihr seid noch hier. Mach mal, halt mal. Gesagt, ein wenig in der Klemme. Seht euch diesen Brief an. Wir haben einen deiner Männer in Schwarz. Wenn du ihn lebend wiedersehen willst, kostet dich das 10.000 Gil. Wir lassen dich wissen, wie wir das Geld erhalten wollen. Eine Entführung? Jemand scheint zu glauben, dass meine Forschungen an diesem Phänomen mich irgendwie reich gemacht haben. Und was jetzt? Man sieht, er schwimmt in Geld, ne? Eine Praxis wie diese könnte so eine Summe berappen? Nein. Deshalb brauche ich eure... Nein, du siehst aus wie eine Kirchenmaus aus. Bitten, den Mann zu retten. Deine Sinne sind denen der Menschen überlegen. Alleine mit Hilfe deiner Nase wirst du die Übeltäter ganz bestimmt ausfindig machen. Da bin ich mir sicher. Tja, da ist was Wahres dran. Da kannst du nicht Nein sagen, was? Womit fangen wir an? Den Brief untersuchen. Das ist ein ganz normaler Brief. Ich habe keine versteckte Nachricht gefunden. Ja, aber lass mal Red daran schnüffeln oder so. Ich werde euch nicht weiterhelfen. Das scheint Ihnen etwas zu viel Spaß zu machen. Cloud, lass mich mal an den Brief riechen. Ja, wollte ich gerade sagen, ne? Ich nehme einen sehr charakteristischen Geruch wahr. Das ist Parfüm. Ich wusste doch, dass auf dich Verlass ist. Ach ja, hier. Diese Lampe reagiert ausschließlich auf die Schwarze. Okay. Vielleicht nützt sie euch ja. So, alright. Wo bist du? Cloud, hier lang. Kannst du sie wirklich riechen? Unser einer hat einen 7000-mal besseren Geruchssinn als ein gewöhnlicher Mensch. Hatten wir nicht schon mal. Neben dem Parfüm nehme ich auch sämtliche Körpergerüche wahr. Zusammen ergibt sich daraus ein Geruchsbild, das ganz und gar unverwechselbar ist. Den richtigen Geruch aus der Umgebung herauszufiltern, will natürlich gelernt sein. Und aha. Wie rieche ich für dich? Ich wusste, er befragt das. Wie ein junger Mann, der zahlreiche Ungeheuer niedergemetzelt hat. Gibt sicher angenehmere Düfte. Keine Sorge, das rieche ja nur ich. So, ich glaube, wir müssen noch die Weltkarte dafür, ne? Okay, warte mal. Ist der andere? Habe ich jetzt? Konnte ich den einen nicht abspielen hier? Konnte ich den anderen nicht hier? Konnte ich mit den anderen jetzt nicht spielen, weil ich jetzt irgendwie zwei andere hab? Das ist ein bisschen komisch. So, Chatley, was hast du hier zu suchen? Ist also auch in Coral Cloud. Früher hat man hier große Mengen an Kohle abgebaut. Doch dann hörten die Menschen vom Marco. Bald verdrängte das Marco die Kohle auf der ganzen Welt. Und das einst lebhafte Dorf verkam zu dem, was es heute ist. Wirklich traurig. Genau. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit den Weltberichten. Jetzt mal ernsthaft, wo ist dieser Guru-Typ? Konnte ich jetzt echt nicht gegen den spielen, weil ich jetzt schon gegen zwei andere gespielt habe? Das ist ein bisschen doof. Ich will auch gegen den spielen. Bin mir noch nicht eingebildet, oder? Ich habe übrigens noch mal geladen das Spiel, und zwar bis zu dem Punkt, bevor wir den letzten Part gestartet hatten. Und zwar habe ich dann noch mal, ich dachte, jetzt kommt hier so und ja, ich habe den letzten Part sozusagen noch mal gespielt. Ich glaube, hier war der irgendwo, ne? Und habe hier noch mal die Strecke geändert für Yuffie, um halt mit ihr ein paar Punkte zu sammeln. So, irgendwie hat sich, ich finde jetzt aber nicht, dass ich da irgendwie viel getan habe, ne? Ich habe es halt von der Sicht halt, keine Ahnung, ich mag Barrett, aber hier ist er. Um dich mit mir zu messen, fehlt es dir noch an Geschick. Ach, ich konnte noch gar nicht mit ihm. Ich konnte noch gar nicht mit ihm spielen. Ah, ich wollte schon sagen, warum wird er mir nicht angezeigt? Ich kann noch gar nicht mit dem spielen, weil ich wahrscheinlich noch andere abspielen muss, ja, ne? Da bin ich mal gespannt. Der macht mir schon ein bisschen Angst. Und ja, keine Ahnung. Yuffie ist halt noch neu in der Gruppe. Mit ihr hatte ich noch nicht so viele Chancen, Punkte zu sammeln. Deswegen habe ich halt die Chancen mal genutzt, das neu zu machen. Ich habe die Strecke geändert. Das ist eigentlich nicht so ein riesiger Unterschied gewesen.
Wir sind da halt nicht rüber gesprungen. Jedes Mal, wenn ich die Strecke geändert habe, hat sich stand also Nachrichten wie so, oh, Juffi wird dir jetzt sicher danken, oder oh, du hast die Strecke zu Barretts Präferenzen geändert. Barretts Augen fangen an zu funkeln. Stand da irgendwie wortwörtlich. Aber ja, so von dem. Ich finde jetzt nicht, dass ich da irgendwie da ein riesiger Unterschied jetzt gekommen ist. Ne? Also ich finde jetzt nicht, dass da ein Unterschied ist. Ganz geil, so ganz ehrlich. Also weiß ich nicht. So, wir sind ja auf der Weltkarte wieder. Cool. Wir sind eigentlich dann schon fertig hier. Ne? Wir müssen nur noch diese Quest machen hier. Ne? Die Quest mit Johnny. Ich weiß nicht, ob wir da zurückkommen. Da müssen wir hier so rumgehen. Ne? Können wir das? Ich glaube, wir sind noch ein bisschen beschäftigt für eine Weile hier. Und ja, macht ja nichts, ne? Machen wir eben hier wieder unsere alltäglichen Sachen, wo ihr mal, keine Ahnung, die Weltkarte, unsere Aufträge machen. Da ist ein Monster. Aua! Okay, Landwurm. Hey, die kenne ich aus Final Fantasy 10. Ich sag, so. Immer Red hinterher steht da gerade. Aber. Hey! Hat er ihn gefressen? Also genau wie in Final Fantasy 10, da gab es auch diese riesigen Landwürmer, die einen gefressen haben. So, mir fällt auch auf, ich sollte vielleicht ein paar mehr von diesen, weißt du was, können wir das machen? Ich glaube hier nicht, ne? Waffenmodifikation. Müsste ich nochmal gleich zurückgehen. Aber ich sollte da vielleicht so ein bisschen so hin und her krempeln, ne? Und nochmal neu verteilen. Damit ich halt für einige Charaktere irgendwie so Fertigkeiten, so Synchro-Fertigkeiten und so lernen kann, ne? Weil dadurch tun sie ja auch irgendwie so Beziehungspunkte sammeln, ne? Und ich tue die ja unglaublich selten irgendwie sammeln, deswegen kommen die wahrscheinlich nicht dazu, ne? So viele Punkte überhaupt zu sammeln, ne? Machen wir mal irgendwie, wenn wir wieder Zeit haben. Schwere. Was? Man kann ich nicht analysieren. Bin mal so frei. Ist so viel, weil ich gerade schon bekämpft habe. Für andere Viech. Man kann ich nicht analysieren. Die ganze Zeit unter der Erde. Da hat schon jeder seine Sache. Schon, ne? Da ist der andere. Muss schon sagen, muss auch schon. Muss auch mal aus der Erde rausgehen, ne? damit ich halt irgendwie nicht bekämpfen kann, ne? So, ja. Er lebt noch. Ah. Okay. Feldforschung erledigt, alles klar. Wann hat... nee. Ich nehme an, ich habe alle Monster hier oder so analysiert. Irgendwie so was, ne? Jetzt mal Red in der Gruppe nehmen. Haben wir schon ja diese Mission machen mit ihm, ne? Und mal Yuffie dafür rausnehmen einmal. Die Fährte der Entführer deutet in diese Richtung. Aber ich ahne Schlimmes. Wieso? Nur so ein Gefühl. Gehen wir. So, hey, wie geht's, na? Oh, hallo? Hast du ein paar Men in Blacks gesehen? Er riecht ganz anders. Na, da hat wohl jemand Hunger, was?
Ist aber nicht für dich, Kleiner. Ich mach doch bloß Spaß. Hier hast du ein Häppchen. Du hast nicht zufällig einen Mann in Schwarz gesehen. Jetzt, wo du es sagst, da saß einer auf einer Chocobo-Kutsche, die in Richtung der Höhle gefahren ist. Ganz in der Nähe. Gut, wie irgendwie Red die ganze Zeit irgendwie voll ernst ist, ne, aber sobald irgendwie was für ihn rausspringt, tut er wieder so, oh ja, ich bin ein braver kleiner Hund, ne. Oh. Hat er ihn wortwörtlich nicht gerade irgendwie reden gehört, so? Ey, hör mal, der riecht nicht so, ne. Mal hier vorbeischauen kurz, ist nichts Neues, ne. Doch, hier, Überlebensweste. Ach, habe ich die nicht schon? Egal. Ich glaube, ich habe einige Sachen, ja, Amulett aus alter Zeit. Ja, Punkte. Synthesestufe. Mega Spray. Wie gesagt, ich habe ja die ganze letzte Aufnahme nochmal neu gespielt, mehr oder weniger. Deswegen einige Sachen, die ich in der letzten Aufnahme gemacht habe, sind jetzt vielleicht anders. Ich glaube, ich habe die Charaktere so ein bisschen anders gelevelt diesmal. Du musst wissen, meine Nase hat auch einen Schwachpunkt. Welchen denn? Gegen meinen Hunger ist sie machtlos. Der Geruch des Fleisches hängt mir immer noch in der Nase. Ich kann gerade kaum etwas anderes wahrnehmen. Findest du das witzig? Um dich außer Gefecht zu setzen, braucht es also nur ein Steak. Chocobo! Sieh mal, Cloud. Sie müssen hier irgendwo sein. Wollen wir einmal Sheerans Lampe ausprobieren? Okay. Oh. Das Zeichen hat auf dem Brief war? Nee, ne? So, es gibt ja nur einen Weg zu gehen, also. Oh man. Es gibt ja nur einen Weg zu gehen, also das hätte ich auch schon allein noch gefunden. Okay. Oh. Ich habe nur rote Zeichen gesehen, ne? Noch keine Gegner. Ah, ich wusste es. Aha. Nicht mit mir. Volle Kraft. Aha, ich habe euch raus. Guck mal da. Ist da wieder eine Waffe drin, ne? For Red. Amethyst-Halsband. Boah. Gib mal. Wer, das hat wieder nur einen Slot oder so. Okay, perfekt. Mehr magische Attacke, auch nicht schlecht, ne? Lunares Tempo, oh, da ist auch ein Limit von Red aus dem Original. Vielleicht allen gut mitgehen hast, genau. Kann nur in der Rechenhaltung verwendet werden. Verbraucht 2 ATB-Einheiten. Ja, das ist einer seiner Limit-Attacken, glaube ich, gewesen, ne? Einer der besseren, weil alle Charaktere damit beschleunigt werden. Falscher Knopf. So, physische Attacke. Limit Schaden. Nehmen wir das. So. Oh, den kenne ich. Na, warte mal. Dann kann ich ja gar nicht. Dann kann ich halt ja kaum einsetzen, ne? Dieses Ding. Was muss er dafür machen? Perfekt bei einer Dreiergruppe aus ist nicht möglich bei anderen Größengruppen. Warum wird das so spezifiziert irgendwie? So, kann ich auch Aris sagen, sie soll irgendwie heilen, auch wenn sie nicht in der Gruppe ist? Cool. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, da muss ich ja ihn jetzt steuern, ja? Ne, da muss ich ihn in der Rächergruppe reinpacken. In der Rächerhaltung reinpacken und dann muss ich das einsetzen. Oh, das wird ja überhaupt nicht nervig. Ich wollte schon sagen, ist gar nicht aufgedeckt, die Karte. Ich wollte schon sagen, warum geht denn das nicht da weiter?
So. Mal angenommen, wir finden sie. Was machen wir dann eigentlich mit den Entführern? Sheeran wollte, dass wir den Mann in Schwarz zurückbringen. Aber über die Entführer hat er kein Wort verloren. Also umlegen? Das entscheiden wir, wenn es soweit ist. Verlassen. Also umlegen? Also fressen wir sie, ne? So. Eiskalt. Umlegen, umlegen. Boah. Jemand was dazu zu sagen, Leute? So, ich bekomme viel Zinkerz. Ich glaube, Zinkerz ist gut. So, ich weiß, das Ding zeigt die ganze Zeit überall anders hin, aber ich gehe natürlich erstmal alle Ecken ab, ne? Um zu gucken, was hier für geheime Schätze sind. Diesen geheimen Tunnel. Geheimer Tunnel. Wo laufe ich denn jetzt hier lang? In Richtung Schatz. Da laufe ich lang. 2000 Gil. Boah, ist das eine Chimäre? Das sind zwei Chimäre. Jetzt kommen wir so hier hin. So, Red. So, du musst mich mal ein paar Mal angreifen, wenn es geht. Das bedeutet, die werden natürlich mich jetzt die ganze Zeit nicht angreifen, ne? Leute. Du musst mich schon angreifen, ja. Boah, Leute. Also provozieren, Luna aufs Tempo, ich kann ja nicht einsetzen, wenn... Ich schwöre, das Spiel macht das hier extra. So, und jetzt soll ich Dings einsetzen. Luna aufs Tempo. Das ist eigentlich voll broken, ne? Passt so schnell. Nein, nochmal, schaffe ich das nochmal. Luna aufs Tempo gelernt, ausgezeichnet. Mein Gott, noch zweimal? Alles klar. Okay, Barrett ist tot. Er ist doch schon tot. Na, Mädels, warum geht ihr vor? Ich war gar nicht in der Truppe. So. Jetzt kommen wir trotzdem dahin. Wo wir voll den Umweg gegangen sind. So. Tut sich Ares eigentlich auch heilen? Wenn ich jetzt hier so Makoniten und so was finde. Mein MP hochfüllen und so. Also ich tue schon die ganze Zeit einsetzen. Verdammt, ich wollte eigentlich so Cloud wechseln. So, warte. Das sieht irgendwie hier so aus, als wäre da noch was. Ist aber nichts. Okay. Wo sind wir hier? Dieser Ort existierte nicht im Original. Da kann man klettern, sehe ich schon. Können wir da runter? Was? Oh. Keine Chance. Wo sei da? Ich habe euch raus. Ja, wir müssen schon Nahkampf angreifen. Haha. Jetzt auf ihn, auf ihn, auf ihn, auf ihn. Wenn einmal angegriffen, so. Und jetzt los. Umzingelt ihn, macht ihn fertig. Oh, guck mal da. Hier sind so viele Kisten zum kaputt hauen. So viele Kisten zum Auseinandernehmen, zum
zum Naschen und Schokolade. Ja. Die Fledermäuse sind auch Gegner. Ich weiß es nicht. Sind sie ja, seid ihr Gegner? Was? Todesklaue. Also der Fallout. Ne, da sind die Todeskrallen, ne? Nervösen Kreatur. Ich bin bereit. Ich habe viele Gegner gar nicht mehr so im Kopf. So Originalgegner aus dem Origin. Aus dem Original Final Fantasy 7. Ich nehme an, viele von denen sind irgendwie Anspielungen, aber an originale Monster, ne? Da, ouch! Was? Entschuldige, was? Wer hätte denn gedacht, dass ein Monster aus Todesklaue heißt oder Todeskralle mit Tod in Zusammenhang? Ja. Alter! Können wir uns mal ganz. Gott, ich bin tot. Gott, ich bin. Red, kannst du nicht Heilung? Nein, warum nicht? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ziemlich schwach. Okay, rein da. Ich will auch die Beine schwingen. Ah. So, ich müsste mich mal kurz heilen. Danke. Alter. Er kam so ein bisschen aus dem Nichts gerade. Da sehe ich gerade, sind ein paar Sachen. Okay, ja gut. Können wir das bitte nicht nochmal machen? Ich habe auch noch gar keinen Engel oder irgendwie sowas, ne? So, um mich so wiederzubeleben. Ich habe nur Phönixfedern zum Wiederbeleben, ne? Wird ja nicht. Es ist jetzt nicht so, als würde es mir an Phönixfedern mangeln, ne? Aber so ein Zauber zum Wiederbeleben wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Ah, was ist das da? Sieht so verdächtig aus. Finde einen Weg, die Tür zu öffnen, alles klar. Wird gern da, wo die Bänke sind, hingehen, ne? Oder Zauberfee oder ne, nicht schon wieder so ein Viech. Okay. Also mal bitte nicht davon getroffen zu werden. Ich vergesse mich auch drauf. Oh nein. Nein. Ich dachte, er wollte auf Barrett losgehen, aber hat ihn nicht getroffen aus irgendeinem Grund. Gebet hat die nächste Stufe erreicht. Ausgezeichnet. Hat Aerith ausgerüstet, ne? So. Ich da hoch. Viele Kisten zum kaputt machen. Tür auf. Ne. Oh, oh, Cloud kann auch den Enterhaken einsetzen. Sehr gut. Ich dachte, ich werde nur limitiert auf Yuffie. Oh, ja. Darüber, ja. Da muss ich nennen. Dahin. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Da ist eine Materia. Ich will zurück. Ich hänge ja öfter rum, das tue ich öfter, ne? Ich hänge nur so rum, das tue ich öfter. Ich glaube, ich muss da ein bisschen näher ran, ne? So.
Okay. Das ist eine Bank. Und tun wir mal direkt jetzt hier in die Tat umsetzen. Und ich tun wir uns mal auf diese Fertigkeiten hier konzentrieren. Ne? Kann ich alle Sachen zurücksetzen? Und kostet das was? Nö. Mal konzentrieren wir uns mal so ein bisschen mehr auf Synchro-Aktionen, ne? Synchro-Aktionen sind die Dinger, ne? So, tun wir mal beide hier aktivieren. Blütensturm gelernt. Eisige Verkettung, da ist egal. So, ich vergesse das immer wieder. Synchro-Aktionen sind die Sachen. Synchro-Fertigkeiten sind diese Dinger, wofür ich Punkte brauche, ne? Und Synchro-Aktionen sind diese Sachen, die ich immer wieder. Naja, dann versuchen wir mal ein bisschen so zu fahren mit den Dingern, ne? Ich habe nicht so das Gefühl, dass das hier so einen unglaublich riesigen Unterschied macht, was ich hier mehr nehme. Was nicht, ne? Also ja. Ich kann mir ja alles notieren oder so, ne? So. Da muss ich nehmen, damit ich da hinkomme. Dann versuchen wir mal hier mit jedem Charakter hier mal so ein Ding hier zu aktivieren, ne? So, TP Plus, MP Hass. Jetzt habe ich alle Dinge eigentlich, die ich haben will. Ne, ne. 15, 10, verdammt. Mal die Freundschaft zu sammeln, ne. So, jetzt habe ich alles mit ihm, außer das hier, Visionssynthese. Ich weiß nicht, ob man die auch einsetzen muss. Um Freundschaft zu grinden. Aber ich habe jetzt alle Sachen hier. Ne? Wenn ich noch ein Level up bekomme, wäre natürlich gut. Aber wir kommen auch bald ein Level up. Kann ich jetzt im Menü nachschauen, welchen Angriff ich hier schon eingesetzt habe und welchen nicht. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Kann man das so sehen? Nö. Okay. Wir probieren einfach mal aus. Wir machen ja hier ein paar Kämpfe noch, ne? Weil die Dinger so schnell wie möglich zu lernen ist wahrscheinlich auch nicht schlecht, ne? Könnte ich absolut auch noch offscreen machen oder so, ne? Also, was hier noch alles ist. Gehen wir da hin? Ich glaube nicht, aber lass mal dahin gehen. Guck mal, was hier ist. Eine True E. A True E. Ein Elixier, nett. Hat halt alles, ne? Normalerweise. So, und hier ist ein Kletterding. So, wie komme ich zur Materie? Ich habe da irgendwie eine Materie vorhin gesehen. Juffis Augen fangen schon an zu funkeln, wenn die hat. Seht. So. Über das. Und zack. Rettung der Schwarzkutte. Das hat hier so. Ich gehe mal lieber so zurück. Da sind noch so Gegenstände, habe ich gesehen. Ich weiß nicht, wo die Materie war. Die war irgendwo. Man muss da irgendwo da runter gehen, glaube ich, ne? Dann. Nein, okay. Weit genug. Danke. Da passt schon wieder nichts in meinen Taschen. Kann ich da hoch? Nein, oder? So, wo war die Materie? Ich habe eine Materie irgendwo gesehen, eine grüne.
Das bedeutet Zauber. Wie komme ich da hin? So nicht, ne? Wie komme ich nochmal da hoch? Wie bin ich nochmal da hochgekommen? Nein, da komme ich nicht hoch, oder? Nein. Nein. Irgendwo von hier, oder? Ne? Boah, wie komme ich nochmal dahin? Kann ich euch auch? Warum kann ich euch von hier nicht erreichen? Was von da? Also muss ich da lang? Wie komme ich da hoch? Gar nicht. Da kann ich. Nee. Oh, komme ich nochmal dahin? Wo springen wir einfach da runter? Ich will die Materie da haben. Wie komme ich da hin? Ich brauche die Materie von den Dingen. Jetzt gehe ich wieder falsch. Wie komme ich da hin, Kollegen? Muss ich mich über irgendwie drüber schwingen, ne? Oh Leute, wie bin ich da hingekommen? Warum kann ich den Endhaken nicht hier einsetzen? So, da war das, glaube ich, ne? Ich glaube, da war das. Ich würde jetzt die ganze Zeit das Knie halten, aber er tut nur die Taschenlampe hier so unten halten. So, hier war das irgendwo, ne? Da. Meine Güte. So, nicht zu weit springen, Kollege. Versiegelung. Er ist, glaube ich, tot, ne? Entwickelt sich zu tot, wenn ich mich irre. Das ist so Anti-Z oder irgendwie so. Er tut Zaubereffekte wie Protes und so aufheben, ne? Schlaf, ne? Ist wieder was anderes. Schlaf, Stumm und Tobsucht. Aktionshemmender Magie, okay. Ne, stimmt. Zerstörung war tot. Zerstörung war so Barrieren kaputt machen und Zaubereffekte aufheben. Und dann, wenn du halt ganz hoch gelevelt hast, dann entwickelt sich dazu tot. Ne, also du kannst tot auf die Gegner zaubern. Und dann sind die tot, wenn du Glück hast. Vielleicht nicht im Original, weil ja damals funktionieren halt nicht alle Zauber immer. Ne? Hab ich, glaube ich, letztens schon drüber geredet. Hier sind eine Menge Kisten. Hier ist ein großer Raum für ein großes Monster. Red, kannst du irgendwas riechen? Aber warum kann ich denn hier nicht rennen? Oh, lass mich doch hier rennen, ey. Das ist ihr Lager. Ist allerdings niemand zu sehen. Warten wir auf ihre Rückkehr? Zu Hilfe! Wir wurden verschleppt und jetzt hält man uns hier gefangen. Du hast, glaube ich, das gleiche Zeichen, das auch auf dem Brief war. Woher soll ich das wissen? Wir sind ihnen mit ganz knapper Not entkommen. Aber wer weiß. Das ist das Ding, was auf dem Brief drauf war. Vielleicht sind sie ja noch ganz in der Nähe. Das ist gar kein echter, oder? Cloud, das sind die Entführer. Das ist gar kein echter, ne? Ups, aufgeflogen. Ja, wollte schon gerade sagen. Cleveres Hündchen hast du da. Hat uns einfach durchschaut. Wer seid ihr? Clonny und Byte? Wo ist der echte Mann in Schwarz? Als würden wir euch das verraten. Macht euch lieber schon mal auf Ärger gefasst. Denn vor euch stehen eure bislang härtesten Gegner. Oh. Billy und... Barry! Und er da. Aber ja, klar, so ein Viech kommt, ne? Hoffentlich überlebt ihr. Würdet sicher ein hübsches Lösegeld abgeben. Oh, ich muss gar nicht gegen die. Muss schon sagen. Oh, Mann.
Wüstenklaue. Boah, hast du halt Todeskralle eingesetzt? Lass das bitte, lass das bitte, lass das bitte. Okay, Cloud ist gut. Freck. Was? Stirb. Das wird so nichts. Wenn du gleich mit deiner Toastklaue wieder um die Ecke kommst, ne? Aber. Da, ouch. Oh, er hat überlebt. Okay. Na, Cloud. Mach mal Vitra auf Red. Okay. Mein Gott, da bin ich. Geh ganz ruhig. Den Heiltrank da eingesammelt. Nein, Finger weg von dem. Nein, 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 nein. Ich war gerade. Den wollte ich eigentlich machen. Da muss ich angreifen anstatt ausweichen. Die Au-Punkte da, muss ich die auch einsetzen, damit die jetzt zum ersten Mal Freundschaftspunkte bekommen? Ich weiß das nicht. Ah ja, komm her, komm her, komm. Synchro-Fertigkeit, Sprungfeder, ja. Alles klar. Sieh an, gar nicht mal so übel. Rück den Mann in Schwarz raus. Und was machen wir jetzt, Barry? Ganz ruhig, Liebes. Weiß doch schließlich keiner, wo wir den Kerl versteckt halten. Wie schon gesagt, das Lösegeld beträgt. Dass du rauskommen darfst. Hängst die ganze Zeit träge rum, aber jetzt auf einmal, ja? Reunion. Was denn? Kennt ihr euch etwa? Hey Barry, hast du die Augen von dem Kerl gesehen? Das ist ein Soldat. Ach, deswegen hast du hier so auf die Kacke gehauen. Aber ich weiß Bescheid. All diese wandelnden Altkleiderhaufen gehörten mal zu Soldat. Ihr Typen seid stark, aber wer will am Ende schon so rumlaufen? Viel Spaß euch, Turteltauben! Genießt die Zeit zusammen! Ciao, ciao! Okay, wer nimmt den Typen jetzt Huckepack? Wir haben, was wir wollten. Aber abmetzeln! Bringen wir ihn zurück zu Sheeran. Aber da gehen wir jetzt direkt zurück. Nein, ich wollte noch mich umschauen. Nein. Ich danke euch vielmals für eure Hilfe. Obwohl, das ist eigentlich passend für, ja, für ihr seht ein wenig mitgenommen, die Länge des Parts und so. Aber das wird schon. Stimmt es wirklich, dass die Zellen von Soldaten degenerieren? Um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung. Informationen über Soldaten sind nicht öffentlich zugänglich. Und Shinra hat außerdem seine eigenen Ärzte für interne Untersuchungen. Ich weiß daher vermutlich weniger als du. Hast du denn irgendwelche Symptome? Keine, nein. Nun, die Soldaten... Was mit den Halluzinationen, die du dauernd hast? Und den Erinnerungslücken? Vermutlich weiß selbst Shinra nicht, welche... Alles klar, Cloud. Deshalb ist jede kleine Information wertvoll. Manchmal sehe ich Sephiroth. Gibst du mir jetzt etwas Blut? Nein. Na, ich kann warten. Meine Güte. Wir können so viele Probleme irgendwie erledigen. Indem du ihn einfach ein bisschen Dings gibst. Ich glaube, wir haben gerade Freundschaft hochgelevelt mit. Mit Red. Oh, nee. Mich zur Uni. Okay.
So, dann wart ja relativ boah. Wenn meine nächste Frage, gibt es irgendwo was, wo ich übernachten kann, damit ich mich heilen kann? Gut, da ging ja relativ zackig, ne? Eine Stunde und mehr gibt es ja auch, glaube ich, nicht zu erledigen, ne? Da müssen wir wieder gleich nach draußen gehen. So, ausruhen, umsonst, perfekt. Ich meine, warum sonst, ne? Boah, freundlich. So, freundliche Leute. Na gut, ich suche hier noch so ein Ding. Haben wir alles erledigt? Keine neue Mission. Ja, die eine Mission ist noch die von Johnny, ne? Ah. Da ist eine Fiebel irgendwo anders. Boah. Kann ja nicht alles an einem Ort sein. Die Chocobo Farm hat mir eigentlich gefallen, ne? Da war alles an einem Ort. Jetzt muss ich ja wieder überall suchen. So, boah, wo ist der Laden? Wo ist der Laden? Ne? Wir sind doof gemacht. Dann liebsten alles an einen Ort, so wie vorhin. Hier wahrscheinlich noch mal auf Screen in die Höhle rein und zu gucken, ob da noch irgendwas ist und so. Ne? Ich habe da mit den Fähigkeiten, mache ich dann auf Screen. Ne? Ich gucke, ob ich hier seine Fähigkeiten, die alle schon benutzt habe und so einmal. Ne? Wenn wir auch hinter uns haben. Ich weiß ja nicht, ob die Dinge auszählen. Ne? Visionssynthese. So, schön mit Öl, ja. Kann ich die irgendwo sehen? Wo kann ich die sehen? Mandelhilfe. Sehe ich da, ob die schon mal einmal eingesetzt habe oder nicht? Synchro-Fertigkeiten. Visionssynthese mit Red ist neu. Sehe da nirgendwo einen Punkt. So, muss ich mal in den Kampf reingehen irgendwo, ne? Kann ich mich mal kurz hier raus teleportieren? So einen Ausgang irgendwo? Ne, okay. Pff. Da konnte ich halt gleich nochmal hingehen, ne? Muss ich mal kurz hier hin. Irgendein Kampf, damit ich halt im Menü gucken kann, ob da ein Punkt ist oder so, ne? Damit ich halt weiß, so, hör mal. Ich muss den Angriff nochmal einsetzen, ne? Irgendwie sowas. Ja, irgendein Gegner, irgendein. Nein, okay. So, können wir auch hier hin? So, wir können ja gar nicht raus, ne? Doch. Okay, müssen wir den ganzen Weg runter. Alles klar. Wow, Leute. Ist so cool, dass die ganze Gruppe ein überall folgt. Ne, das ist so cool gemacht. Ein bisschen unlogisch, mit der ganzen Gruppe die ganze Zeit durch die Gegend zu rennen, aber trotzdem, ne? Irgendwie ist das doch schon cool, ne? So, jetzt kann ich mich hier hin teleportieren, ne? Ja, perfekt. Guck mal. So viel angenehmer. So, irgendein Gegner, irgendein. Leute. Sieht aus wie so ein typisches Gebiet in Final Fantasy 16 hier alles. Na, kann ich auch rüber. Kann ich auch rüber? Nein. Warum kann ich denn dann den ganzen Berg hier runter? Na, ich kann ja gar nicht hier erkunden dann. Aber da kann ich ja gar nicht hier irgendwas machen, ne? Außer hier. Ne, da ist die Seilbahn. Hm, sieht so aus, als könnten wir dann gar nicht hier auf der Weltkarte erkunden, ne? Immer noch nicht. Ja gut, haben wir das gelöst. Müssen wir wohl beim nächsten Mal direkt weitermachen mit der Story, ne? Nicht dass ich was dagegen habe, ne? Aber gut, ich habe schon irgendwie mental darauf eingestellt, jetzt hier wieder durch die Weltkarte zu ziehen und so, ne? Aber anscheinend nicht. Gut, ja, dann geht's wohl in der nächsten Folge weiter, ne?
mit der Story und wir begeben uns zur Gold Saucer. Das wird lustig, ne? Anderes haben wir ja nicht zu erledigen, ne? Ja, keine Kartenspiel, keine Quest, gar nichts. Ich glaube, hier hatten wir irgendwie was erledigt. Mit Chadley irgendwie eine Feldforschung hatten wir abgeschlossen, aber irgendwie sehe ich ja auch nichts Neues. Na gut. Gut. Ja, dann geht's nächstes Mal weiter in der Story, ne? Cool. Bin gespannt, wie die Gold Saucer aussieht. Freue ich mich schon richtig drauf. Ich meine, da hinten sehen wir ja schon, aber die sieht relativ anders aus. Sie sieht irgendwie viel größer aus von hier aus. So viel näher sieht die ja aus. Okay. Bin ich mal gespannt, wie das aussieht nächstes Mal. Gut, dann sage ich Dankeschön und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ne? Dankeschön fürs Zuschauen und ciao.